Geschwindigkeitsrekorde waren in den 20er und 30er Jahren Siege, die aus Männern Helden machten. Fritz von Opeln, der im atemberaubenden Opel Rack 2 mit dem Raketenantrieb 238 km pro Stunde schaffte, oder Ernst Jakob Henne, der mit einem BMW 500 Kubikmotorrad 279,5 km pro Stunde im Jahr 1937 fuhr. Überall wuchsen Männer über sich hinaus, beseelt von dem Wunsch, noch schneller zu fahren. In England waren die Brooklands Races berühmt. Hier rasten monströse Giganten, ausgestattet mit Flugzeugmotoren, Runde für Runde über das Oval. Berühmt war der Chitty Chitty Bang Bang des Grafen Louis Worow Zborowski mit einem Luftschiffmotor Typ AZ aus einem über England travirierten Militärschiff und einem Hubraum von 21 Litern und 180 PS. Der Rolls-Royce, Baujahr 1930, ist ausgestattet mit einem beeindruckenden Rolls-Royce-Flugzeugmotor. Das Triebwerk, ein V12-Motor, ist vermutlich eine Vorversion des PV12, der ab 1936 zuerst in Jagdflugzeug Hawker Hurricane eingebaut wurde und als Merlin-Motor zum wichtigsten Triebwerk alliierter Flugzeugtypen im Zweiten Weltkrieg wurde. Aus 27 Liter Hubraum holte der Motor 1030 PS. Während der ersten Testfahrt in Interlagen 2009 brachte es der Rolls-Royce Hurricane mit einem unglaublichen Anzug auf vorsichtige 130 km pro Stunde. Rein rechnerisch sollte die Höchstgeschwindigkeit bei 280 km pro Stunde liegen. Der Verbrauch steigt unter Volllast auf 480 Liter pro Stunde. Als Basis dient ein Rahmen eines Rolls-Royce Phantom 1. Im vorderen Bereich sind Teile des Phantom 2 verbaut. Das Blechkleid dieses Brooklyn Racers wurde seinerzeit von der britischen Karosseriefirma Barker gebaut.